Moin, Servus, Moin, willkommen zu einem neuen Part von Uncharted 4, Thief's End. Ja, im letzten Part. Ich bin beginn mal anders. Wir sind in Thomas Tu's Haus. Und da wir im letzten Part erfahren, dass Thomas Tu und Henry Avery. Ja. Halt alle Gründer von Libertalia sich in Thomas Tu's Haus getroffen haben und dass der Wein, den die Gründer bekommen haben, halt vergiftet war. Alle haben davon getrunken, außer Avery und Tu. Und ja, jetzt sind und Avery und Tu sind halt weg und alle anderen Gründer von Libertalia sind auf einen Schlag tot. Und ja, jetzt müssen wir zu Averys Haus hin. Vielleicht ist dort auch der Schatz von Henry Avery. Im Namen von Lord Avery, ich lade euch in mein Haus ein. Morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes, unter Freiheit. Thomas Tu. Immer noch Wein drin ist und wenn, ob er immer noch giftig ist. Was ist das? Ein angekokelter Gott Zettel. mir vergeben. Möge Gott mir vergeben. Sie waren meine Landsmänner und ich habe sie verraten. Ich habe alles getan, was dieser heimtückische Verrückte von mir verlangte. Jetzt liegt unsere großartige Kolonie in Trümmern und er verstrickt sich weiter in seiner Wahnvorstellungen, während er mir argwöhnische Blicke zuwirft. Ich bin gewiss der Nächste auf seiner Liste. Er war der Kapitän, aber ich war der Quartiermeister. Meine Bemühungen haben die Battaglia erst ins Leben gerufen. Und durch meine Bemühungen bleibt sein Vermächtnis erhalten. Avery wird nicht das letzte Wort haben. Morgen werde ich meine Männer versammeln und die Sache ein für alle Mal beenden. Ja, und so geht eine Piratenkolonie zu Ende. Langsam. Bin hinter dir. Aber klar, dass auch so eine Piratenkolonie nicht gut werden kann. Es sind halt schließlich Piraten. Bin okay. Ich hab's. Sind sie öfters hier? Wehrkanonen, genau wie bei Tu's Haus. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanonen. Was? Naja, wie sie vergiftet sind, Herr Wachen. Ja, ziemlich schlecht. Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Da ganz offiziell. Pompös. Warum hat der Thomas Tu nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Was? Der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du warst mal bei Macho Nacho? Es war ein Highfield-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. War der Manager von El Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay?
Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Damit niemand rein kann. Mal sehen, wo sie sind. Sehr höflich von denen. Sieh mal hier. Die Spuren führen durch diese Tür. Mist, von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg? Es sei denn? Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Okay, dann los, bereit? Guten Tag auch. Durch den Gang zum Schiff. Two und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitte schön. Danke. Treu Untertan, die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Darum haben wir die schwächsten Elemente
Städte entfernt. Das waren England und so weiter. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Gezeichnet Lord Avery. Finden wir diesen Gang. Henry Avery wollte alle Schätze für sich allein haben. Na gut, wundert auch nicht. Er ist schließlich ein Pirat. Eigentlich clever. Alle Piraten miteinander vereinen. So hat man alle Schätze. Dann alle anderen Piraten ausschalten. Keine Fußspuren mehr. Sie hören hier auf. Okay, und wo sind Sie hin? Piratengeister. Sehen wir uns um. Ja, wie gesagt, es ist clever. Alle Piraten an einem Ort versammeln, dann alle Piraten töten und die Schätze, die die Piraten haben, halt behalten. Das ist echt clever von Avery. Ich beneide ihn. Das ist wirklich gut überlegt. Sams Feuerzeug. Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Mal gut, einen Raucher als Bruder zu haben. Für Rafe ist halt nicht so, aber ja. Ein Schalter? Nein. Nate. Ja, was gefunden? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Ja, wir brauchen den Schatz ja nicht mehr. Eigentlich ja nur noch Sam retten und dann weg von dieser scheiß Insel. Ist ja schön und gut, dass wir lieber Teile gefunden haben, aber es brauchen wir nicht mehr. Müssen. Das hier sieht nicht stabil aus. Ja, im nächsten Part geht's weiter mit Averys Abstieg. Bis dann, ciao.